Herzlich willkommen zu Oblivion. Wir fangen nicht von vorne an, aber wir fangen da an, wo wir letztens aufgehört haben. Und das ist genau vor dem Oblivion-Tor. Nein, halt. Wir waren immer Oblivion-Tor. Dort habe ich die Quest nicht erfüllen können, weil einfach die Gegner noch zu stark waren. Und deswegen spielen wir jetzt einfach eine andere Mission, die etwas leichter ist. Und uns mehr ein bisschen Freude bereiten wird. Deswegen freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf. Ich habe lange Zeit überlegt, Oblivion war ein bisschen langweilig. Die Musik hat gefehlt. Ich weiß nicht, ob die Musik Copyright-Treffer macht, aber ich muss irgendwie mal im Netzwerk reden. Vielleicht können die da was machen. Und natürlich beginnen wir jetzt. So, wir gehen jetzt in diese Stadt rein, erledigen diese Aufgabe, wir machen nur die Hauptquests, ab und zu mal vielleicht auch Nebenquests, weil ich kenne das Spiel nicht so gut und meine Unterhaltungswert in diesem Spiel ist nicht sehr hoch. Und das Beste ist einfach nur, die Umgebung auf sich wirken lassen. Ich habe mir einige Mods runtergeladen, damit das Spiel einfach besser läuft, von der Performance her, weil es immer so schlecht gelaufen ist von der Performance. Deswegen muss ich noch kurz nochmal hier einstellen. Bisschen leiser die Musik vielleicht. So, wir beginnen jetzt. Lange Rede. Moment, wir speichern nochmal. So, ja genau. Es beginnt jetzt Oblivion. Jo! Mit dem Jo. Okay, das Jo soll ein neues Erkennungszeichen sein. Irgendwie funktioniert die eine Mod ja gar nicht mehr. Ja, ist ja auch egal. Wir haben jetzt einen Bogen. So, das macht. Das war, glaube ich, die Haltbarkeit. Der Damage, oder wie? Wie schwer und wie viel das wert ist. Nehmen wir die. Ach komm, wir nehmen einfach die hier. Und, genau hier Skelette beschwören. Leicht unten heilen. Ups, das hat gerade ein bisschen geleckt. Aber die Performance soll jetzt deutlich besser sein. Wir wollten noch die Quest auswählen. Wo waren denn die? Ewig her, dass ich das gespielt habe. Findet den Erben. Salvian Martius sagte mir, er würde glauben, dass Martin in einer Gruppe ist, die sich in der Stadt in der Kapelle von Akatosh verbarrikadiert hat. Zur Rettung der Überlebenden muss ich ihnen bei der Rückeroberung des südlichen Stadtteils helfen. Ah, findet denn er... Geoffrey hat mir gesagt, dass der Kaiser einen illegitimen Sohn namens Martin hat, der momentane in der Stadt Quatsch, in der Kapelle von Akatosh als Priester dient. Ich muss mich augenblicklich nach Quatsch begeben und Martin sicher zurück zur Vaynon Prynai zurückbringen. Also das ist so unsere Aufgabe. Ich muss das Durchbruch der Belagerung von Quatsch. Ich muss das Oblivion-Tor betreten und herausfinden, wie es geschlossen werden kann. Das kann ich nicht machen, weil es einfach zu schwer ist. Wir griffen Irfer auf die Kapelle von Dibella in Avil gehört. Oh, hier haben wir echt. Das sind die abgeschlossenen. Aktive. Findet den. Ja, gehen wir jetzt einfach in die Stadt. Normalerweise würde da oben noch eine Minikarte angezeigt. Das ist die Mod eigentlich. Aber das hat jetzt nichts zur Sache, deswegen. Die Performance ist auch viel, viel besser. Stahlpfeil. Sieht so geil aus einfach. Die Performance ist deutlich besser geworden. Durch die neue Grafikkarte. Weil das hat ja echt sehr viel Grafik gefressen, das Spiel. Man glaubt es kaum. Das ist mir ziemlich alt. Da hinten sind schon ein paar Gegner. Wir beschwören mal das Skelett. Und lassen das Skelett mal tanken.
geht's in den Kampf. Stirb. Ich hab auch noch eine. Alter! What the fuck? Wo kommt der denn jetzt? Ach, da oben war die Karte gerade. Der hat ziemlich lang gebraucht zum Laden. Leute, mit denen ihr Tauschgeschäft macht, mögen euch bei jedem Handel ein klein wenig mehr. Ach so, ja. Ist klar. Das gleiche nochmal. Wir nehmen diesmal einen Streitkolben. Dann können wir besser uns schützen. A gate to oblivion. Ich kann von Glück reden, am Leben zu sein. Du kannst echt von Glück reden. So, ich glaube, wir sollten doch lieber den Bogen ausrüsten. Okay, schnell speichern F5. Rein da. Erledigen Sie mit dem Bogen, habe ich entschieden. Das sind 3 Stück. Okay, sie wollen's auf die harte Tour. Ich glaube, die sind immun, die Schweine. Scheiße, warum sind die so stark? Ich glaube, der Bogen war die falsche Wahl. Deswegen müssen wir es gleich nochmal probieren. Agate Oblivion, Wallerstein aus dem... Ah, okay, das... Wir sollten doch lieber mal die Waffe nehmen. Dann möchte ich gerne was gucken. Ausdauer wiederherstellen. Ich habe geguckt, es gibt so Schaden, Lebensenergie 10 Punkte mit. Was ist das hier oben? Ein schwerer Trank des Feuerschinken. Keine Ahnung. Feuerschild für 10 Sekunden. Ah. Ah, hier, Trank der Leeren, okay. Magie widerstehen, 15%. Mögen wir. Das ist hier der. Lass uns nochmal vorbereiten. Ich möchte gerne. Schockschaden, Blitzschlag, Chamäleon. Das ist ziemlich einfach. Kurz mal schnell speichern. Wir müssen uns kurz heilen. Und in der Zeit, um uns... Tafelräume Stufe 3. Kalte Berührung. Genau, macht euch gegenseitig fertig. Scheiße, scheiße. Nein! Okay, wir haben gespeichert. Boah, die sind echt schwer. Also, ich glaube, wir brauchen einen Trank. Gift widerstehen, festigen. Okay, das die aktive Effekte, die haben wir, ja. So, ich begrüße euch nochmal zurück zu Oblivion. Das Spiel ist gerade mal abgeschmiert und hat gesagt, auf Wiedersehen.
Und deswegen machen wir ganz normal weiter. Wir haben schon den ersten besiegt, der liegt da. Und da hinten sind noch zwei. Und ich hoffe, es gibt jetzt keine Probleme mehr. Deswegen spielen wir direkt weiter mit Oblivion. Ja. Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns das echte Skelett holen oder so. Oder auf die komplett scheißen. Wir scheißen einfach auf die und gehen einfach direkt hier rein. Wie ist die Situation draußen? Wir fürchteten schon, wir seien die einzigen Überlebenden. Quatsch. Es ging alles so schnell. Es war das Einzige, was wir tun konnten, um die Überlebenden zu finden und in Sicherheit zu bringen. Wir haben kläglich versagt. Nein, das habt ihr nicht. Da könnt ihr doch nichts machen. Die Monster sind einfach zu stark. Bruder Martin? Ja, er ist da drüben. Er führte eine Gruppe von uns während des Durcheinander des Angriffs hierher. Er hat uns das Leben gerettet. Kannst du mal froh sein, dass du am Leben bist. Ja, danke für die Information. Wie steckt man Waffen zurück? F, okay. Ach, es funktioniert auch so alles. Also mit der Karte. Aber mit der Datei funktioniert das auch nicht so ganz. Also ich habe eingestellt, dass ich mein Leben automatisch regeneriere. Vielleicht kriegen wir das auch noch unter Kontrolle. Wo war denn das hier? Genau hier. Ein Apfel. Lebensenergie festigen. Hammel. Wir können nicht immer nur Tränke machen. Gut, wir wollen ja direkt diesen Trank trinken. Da haben wir zwar ein bisschen weniger, aber drauf geschissen. Und wow. Wie cool. Kynaret ist wahrscheinlich irgendwie eine Göttin. Die Mara. Zenita. Talos. Lenka Valos. Es tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich viel helfen kann. Ja, siehst doch ganz schön mitgenommen aus. Ja, ich folgte dem Priester hierher. Hier bin ich doch sicher, oder? Sie können heiligen Boden doch nicht betreten, oder doch? Auf Wiedersehen, ich weiß nicht genau. Ich speichere nochmal kurz. Und ich will mich nochmal hier umgucken, bevor mein Bruder Martin. Akatosh. Ach, Akatosh ist der Zauberer, der Magier der Zeit, oder wie? Altar von Akatosh. Altar von Dibella. Ach, man kann hier Sachen ablegen, oder wie? Leitfaden für... Nimm eine PFA zu einem Weg, schreiben von Arkan. Aha, können wir ein Segen von Arkan. Ah, okay. Akai. Hier ist es denn Dark. Auch ziemlich... Unternehmt eine Pilgerfahrt zu einem Wegschrein von Stenda und ihr erhaltet könnt ein Segen an Stendas heiligen Altären. Aber welcher Segen ist von welchen am besten? Julianus. Was? Wegschrein an Segen des heftigen Altären. Boah, diese Atmosphäre. Zinnkrug. Tonteller. Es ist voll creepy hier in der Kirche. Oletta. Wo ist er denn, der Bruder Martin? Da hinten steht er doch. Bruder Martin. Wir sitzen hier fest, seit die Daedra die Stadt überrannt haben.
Ah, der Kaiser befahl mir, euch zu finden. Kommt mit, ihr seid in Gefahr. Natürlich bin ich in Gefahr, aber ich werde hier gebraucht. Ich kann nicht gehen. Ich nehme an, dass ihr euer Leben nicht riskiert habt, um mir etwas zu erzählen, das ich bereits weiß. Wer seid ihr und was wollt ihr? Ja, nicht so. Ihr seid Martin, oder? Der Priester. Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ja, doch. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Wenn all dies ein göttlicher Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Okay, er ist sehr erzürnt und verbittert. Es gibt einen Plan, wir sind ein Teil davon. Götter oder nicht, wir brauchen eure Hilfe. Welcher Plan? Über was sprecht ihr? Ich habe während dieser furchtbaren Nacht zu Akatosh gebetet, aber es kam keine Hilfe. Nur noch mehr, Dedra. Wie könnt ihr etwas wissen, das mir dabei hilft, einen Sinn in all dem zu sehen? Ihr seid Urial Septims Sohn. Die Hiobsbotschaft schlechthin. Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Nein, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoshs. Mein Vater war ein Bauer. Dein Vater war ein Bauer? Die Dedras sind wegen euch gekommen. Der Kaiser wusste, ihr wart in Gefahr. Ihr habt vor dem Tod des Kaisers mit ihm gesprochen? Und er trug euch auf, mich zu finden? Ja. Wieso würde ich euch anlügen? Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Ich denke, dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Na, was will ich von dir? Komm mit zur Priorei von Vaynon, da seid ihr sicher. Zu Joffrey, der... Nein, es tut mir leid. Aber selbst wenn es stimmt, was ihr da sagt, kann ich diese Leute nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich komme mit euch, wenn wir alle von hier weggehen können. Findet den Erben. Ach, er geht... Ich glaube... Was ist denn jetzt unsere... Warte mal, was ist jetzt unsere Aufgabe? Ich muss Salvian Malthus helfen, den südlichen Stadtteil zurückzuerobern. Ach, okay, ich muss den erstmal zurückerobern, den Stadtteil. Ja, dann machen wir das natürlich. Wie heißt der Typ nochmal? Keine Ahnung. Es fängt an zu regnen. Ja klar, jetzt. Verreckt jetzt, ihr Schweine. Da hinten ist noch einer. Ich will immer mit der Lester. Stirb, du Schweine. Ich glaube, wir haben sie alle besiegt. Aber es ist noch nicht sicher. Silberlöffel. Haben wir den Stadtteil zurückerobert? Ich glaube ja. Hier gibt es auch nichts mehr zu looten, oder? Nee. Die Tor zur Goldküste. Finde ich schon ein bisschen krass. Oder ist die... Wie ist denn das? Ist die Ausdauer? Ist vielleicht die Ausdauer unser... Wiederherstellung. Okay, gehen wir mal durch. Ah, die Hauptfähigkeiten erhöht auch die Stufe. Ach, wir sollen denen jetzt Bescheid sagen. So, erstmal Waffe wegstecken. Speichern. Dieser Geruch macht mich noch fertig.
Raum. Ach, Salvios. Solange ihr das Oblivion-Tor nicht schließen könnt, können wir nur versuchen, die Stellung so lange wie möglich zu halten. Solange ihr das Oblivion-Tor nicht für euch? Selbstverständlich. Tja, heißt das, wir müssen das Oblivion-Tor schließen? Die Frage ist, wie schließe ich das? Weil ich weiß es nicht. Skelett beschwören. Verreckt, du elendiges Scamp. Elendiger Scamp. So, dann gehen wir mal rein und speichern nochmal. Ich finde das ein bisschen doof, dass man sein Leben nicht so schnell regeneriert. Jetzt sind wir doch wieder hier angekommen, wo ich eigentlich überhaupt gar nicht hin wollte. Den Neuen sei Dank. Ich dachte, ich würde nie wieder ein freundliches Gesicht sehen. Die anderen wurden weggebracht. Sie wurden zum Turm gebracht. Hauptmann Martius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ich verschwinde von hier. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung. Ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. Komm, auf geht's. Wie schließe ich das scheiß Oblivion-Tor? Da hinten ist der große Turm. Ne, aber... Oh Mann, erstmal hier... Ich finde das echt ein bisschen doof. Anscheinend ist es da hinten der Turm mit dem gelben Dings da oben. Aber die Quest haben wir noch gar nicht angenommen. Er hat gesagt, dass ich das Oblivion-Tor schließen soll. Die Frage ist jetzt nur, wie schließe ich das Tor? Und wie kann ich weiterspielen? Also, muss ich zwingend das Oblivion-Tor schließen, ne? Von Glück reden, am Leben zu sein. Ja, dann geh doch mal hin jetzt hier. Eigentlich hätte ich seine Hilfe gebraucht, aber was bringt er mir tot, Also, geh mal hin zu deinem Freund. Von Glück reden, am Leben zu sein. Willst du nicht mal dein Ding Hallo sagen? Solange ihr das Oblivion-Tor nicht schließen könnt, können wir nur versuchen, die Stellung so lange wie möglich zu halten. Das ist natürlich... Redet mit Hauptmann Martius, wenn ihr etwas braucht. Ich folge nur seinen Befehlen. Tja, was kannst... Ihr habt mein Leben gerettet. Ihr habt mich aus der Hölle geholt. Das werde ich nicht vergessen.
Es war eine fürchterliche Nacht. Es ist ein Wunder, dass überhaupt jemand überlebt hat. Die ganze Stadt hat gebrannt. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. A gate to Oblivion. Streckt sie nieder, die Schweine. Was hat der Scamp? Also müssen wir so oder so dieses verfluchte Tor schließen. Das wird echt kein leichtes Unterfangen.